Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, wieder hier alle möglichen Sachen einzustellen. Machen wir 1,80 auf 1,80. Binder, ich finde, das ist wirklich toll. Eine Gabel, ganz schnell erstellt. Mal die andere Seitenansicht. Wunderbar. Ich versetze die schon mal per Hand ein bisschen, damit wir die Koordinaten ungefähr wissen. Und dann haben wir hier zum Beispiel, okay, 260. Jetzt haben wir hier ein Stück von dem hier und von dem Kauderwelsch haben wir hier zwei Stück und ihr könnt das Ganze bestellen. Servus, grüßt euch. Heute geht es um Fertigteilstützen. Ich bin gerade dabei, den CS Body Ingenieurbau einzurichten und da gibt es halt einfach, mein Ziel ist es, am Schluss so wenig Reports oder Listen wie möglich zu erzeugen, damit am Schluss das Richtige rauskommt. Alles vorattribuiert oder dann mit unserem Tool, dass man das dann, dass man einfach einen Button klickt, so jetzt möchte ich Fertigteilstütze auswerten, jetzt möchte ich Fundamente auswerten und so weiter und so fort, dass nur diese Attribute dann auch belegt werden, die man braucht und nicht diese 100.000, die man oft sieht und man denkt, ja, brauche ich jetzt Codetext, brauche ich jetzt Objektname, brauche ich jetzt Bezeichnung, was brauche ich? Davon möchte ich wegkommen. Ich möchte ein BIM-System und nicht ein Modellierungssystem und danach nimmst du einfach 100 Reports und schaust selber, wo du bleibst. Nein, das will ich nicht. Aber heute geht es um die 3D-Stütze. Und hier haben wir dann schon das Problem noch mit der Attribuierung, aber da wird es auch bald eine Lösung geben. Aber heute zeige ich euch, wie ihr das Ganze modellieren könnt. Ich gehe jetzt in ein freies Teilbild. Hier die Nummer 6 hat hier kein Symbol. Das heißt, hier können wir reingehen. Dann geben wir hier gleich den Namen ein. Kleiner versteckter Hinweis. Ihr könnt jetzt pausieren, schnell den Like-Button. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann tut das und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Dann schauen wir hier in das Liken rein. Und jetzt wollen wir eine Python-Part-Stütze erzeugen. Keine Angst, das bleibt kein Python-Part, das wird dann aufgelöst in ein 3D-Objekt und ihr könnt es wieder modifizieren. Das Ganze starten wir, indem dass wir hier erstmal in die Menüleiste gehen und sagen, die wollen wir eingeblendet haben. Denn dann stellen wir fest, können wir Fenster, machen wir 1 plus 2, glaube ich, 2 plus 1. Genau, dann haben wir hier den Grundriss, Seitenansicht und eine Animation. Und jetzt brauchen wir noch die Bibliothek. Hier habe ich die Palette wieder nicht. Das heißt, ich gehe auf eine freie Leiste, Rechtsklick und hole mir die Bibliothek ins Haus. Dort sind schon die Subparts abgelegt. Und mit diesem Tool werden wir in Zukunft die ganzen Attribute einfach überarbeiten können mit einem Favoriten-Button. Aber dazu komme ich noch. Aber nicht in diesem Video. So, wir gehen auf Bibliothek, Standard, Python-Parts. Also Standard, Python-Parts. Dann suchen wir Peter Pöppel Editor. Ich hoffe, ich habe da so Grillzirpen drin. Nein, Python Part Editor. Und dann wählen wir den PP Editor aus. Ich finde das Symbol nicht gut gewählt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es einen Binder zeigt und im Endeffekt kann ich alles herstellen. Braucht nur einen Referenzpunkt setzen. Und jetzt kann ich nämlich auch Stützen, Balken, Treppen und so weiter und so fort erzeugen. Das weiß ich ja gar nicht, wenn ich nur das Symbol anschaue. Schade, weil gut programmiert und dann in der Suche nicht abgeholt. Das ist so, wie wenn ihr zum Einkaufen geht und kauft eine CD nach dem Cover oder ein Buch. Sollte man nicht tun, aber ich lese dann nicht erstmal das Buch und dann sage ich, oh, das Cover war aber passend oder nicht. Man macht es halt trotzdem. Und so ist es auch mit den Thumbnails bei YouTube und so weiter und so fort. Und hier hätte ich nicht danach gesucht, eine Stütze zu erzeugen. Wir arbeiten uns jetzt von oben nach unten durch. Könnten auch einen Datenimport von mir holen. Da habe ich zum Beispiel eine angeformte Stütze schon mal erzeugt und hätte das gleich hier im Pedro. Das machen wir jetzt nicht, sondern wir erzeugen uns eine eigene. So, mal löschen. Zack, weg damit. Referenzpunkt, weg damit. Nochmal PP-Editor. Referenzpunkt setzen. Stütze. Wir haben jetzt die Möglichkeit, den Layer auszuwählen, ja, bis man da den richtigen findet. Das möchte ich natürlich euch gerne voreinstellen, weil hier greift auch keine Suchfunktion und das ist natürlich ein bisschen tragisch, sage ich jetzt mal. Aber man kann es zumindest einstellen, was natürlich wichtig ist. So, was nehmen wir? Ja, Fertigteil. Ich nehme jetzt einfach mal Fertigteil Element. Oberfläche möchte ich eine
Beton-Fertigteiloberfläche und ich möchte natürlich auch den Schnitt füllen. Klar, das ist wichtig für mich, hier eine Stielfläche zu haben, damit ich beim Schnitt auch sehe, das ist Fertigteil oder Ohrbeton oder Mauerwerk und so weiter und so fort. Also klar, hier Beton-Fertigteile reingesetzt. Die Stützengeometrie ist erst auf Seite 2. Hier kann ich jetzt zum Beispiel die Breite auswählen. Machen wir mal einfach 0,50 auf 0,50, 4 Meter hoch. Jetzt haben wir hier so eine Stütze erzeugt. Ich schließe das Ganze. Die Stütze wurde abgesetzt. Das erste 3D-Objekt. Jetzt setzen wir bei der Stütze noch etwas hinzu. Zum Beispiel, wir wollen ein Fundament gleich mit dran betoniert haben. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, wieder hier alle möglichen Sachen einzustellen. Machen wir 1,80 auf 1,80. Zum Beispiel jetzt einfach schließen das Ganze und haben jetzt hier auch unser Fundament mit dran. Konsole, kein Problem. Wir haben jetzt hier wieder die Höhenoberkante zu setzen. Ich mache mal auf 1, ja, 2 Meter. Ja, ist eigentlich sehr wenig für 2,50. 2,50 hier die Konsole setzen. Wir können jetzt nur sagen, wo ist der Referenzpunkt? Wir lassen den natürlich in der Mitte. Wo konnte ich den nochmal drehen? Hier, Drehung zur Achse 90 Grad Winkel können wir die jetzt drehen zum Beispiel und dann sagen wir schließen. Dann setzt man vielleicht noch eine Konsole hinzu. Hier wieder 250, glaube ich, hatten wir, genau. Und jetzt die Drehachse auf 180 oder 270. Ja, machen wir es mal gegenüberliegend. Was haben wir überhaupt ausgewählt? 30 auf 50 passt. Höhenquote 250 passt. Und jetzt machen wir sogar noch eine Gabelung obendrauf, einen Stützenkopf. Da können wir jetzt wieder wählen zwischen Binder. Ich finde, das ist wirklich toll. Eine Gabel, ganz schnell erstellt. Mal die andere Seitenansicht. Wunderbar. Wie breit machen wir das Ding? Breite machen wir jetzt 220. Machen wir eine 20er Liste Mehrlage rein. So, schließen das Ganze. Und jetzt haben wir, jetzt können wir das Ganze abspeichern oder auch hier in die Favoriten speichern. Ich lasse das jetzt mal. Ach, was ich noch machen hätte können. Mist, 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 Mist. Ich hätte es doch speichern sollen. Dann hätte ich mich hier Abzugskörper einbauen können. Ich zeige es mal nur kurz bei einem Fundament. Also wenn ich jetzt hier ein Blockfundament erstelle, hier stelle ich alles natürlich richtig ein. Die Oberfläche mache ich jetzt schnell nur auf die Kürze, schließe das Ganze. Und jetzt kann ich noch eine Aussparung reinsetzen. Rund zum Beispiel, 90 Grad gedreht. Hier wären übrigens Sliders cool gewesen, finde ich. Aber gut, das ist meine Meinung. Jetzt kann ich vom X-Punkt aus das Ganze verschieben. Zum Beispiel minus 0, oh, das ist zu viel. Aber der Rand ist auch zu viel. Ich mache 10er Einlauf, ne? Minus 0,30, 0,30 nach oben. Schließe das Ganze. Und jetzt habe ich da, gut, das Fundament ist natürlich mega hoch. Aber ihr wisst, wie es funktioniert. Ich schließe das Ganze. Wir stellen uns vor, ich hätte das hier auch gemacht. Oder ihr könnt natürlich irgendwelche Stützen, Füße hinzufügen. Natürlich nutzt ihr dazu die Supports. Jetzt ist die große Frage, wenn ich natürlich die 3D-Körper jetzt vereinen würde, dann habe ich folgendes Problem. Die Breite der Stütze würde einfach mit dem Fundament mitgehen, weil er einfach die Absolutbreite nimmt. Oder wenn ich das Fundament nicht dabei hätte, dann würde jetzt natürlich die Länge hier, Stütze und Breite mit Konsolen wählen. Wenn man Konsolen einzeln auswerten möchte, die Stützen einzeln auswerten möchte und so weiter und so fort, dann braucht man natürlich ein System. Aus meiner Sicht würde ich es dann so machen. Hier wieder ist mein System, dass ich die Bibliothek, Büro, Subparts, dann nehme ich das Attribut ändern und dort gibt es dann vorgefertigte Attribut-Sets, die einfach sagt, das kommt auf Fundament, das kommt auf Konsolen und so weiter und so fort. Und dann könnt ihr das Ganze anfügen und auswerten. Wenn ihr dann weitergeht in die Planung, in den Elementplan, dann kopiert ihr euch das Ganze. Ich nehme es einfach mit Steuerung C oder ihr macht es dokumentübergreifend. Geht in euer Elementplanung rein, kopiert es da rein und dann könnt ihr es miteinander natürlich verknüpfen. Wollen wir es freie Modellierung miteinander verknüpfen? Du mit dem Ganzen. Genau. Dann ist aber auch die Attribuierung hinüber, denn es nimmt die Attribuierung vom erst angeklickten 3D-Objekt. So viel muss man wissen. Aber jetzt können wir natürlich auch hier den Schwerpunkt ermitteln und so weiter und so fort. Und natürlich wichtig, die Elastomerlage drauflegen. Hier haben wir den Premium-Partner Kallenberg und hier können wir dann einfach sagen, welche Breite braucht man? Was nehmen wir denn her?
Ich muss jetzt da mal in der Konsole nochmal nachmessen. Da haben wir 50 auf 30. Das heißt, hier 50, 30, also 30. Dann, wie nimmt man da im Randabstand? Ich denke mal so 2 cm, oder? Also minus 40 und hier auch minus 40. Das Elastomerlager hätten wir. Dann würde ich sagen, haben wir das schon verlegt? Nein, dann ist es Elastomerlager Nummer 3. Speichere ich einmal ab. Ich habe jetzt hier ein unbewährtes Lager jetzt genommen und jetzt nehme ich einen Drehwinkel von 90 Grad und gehe minus 0,02, 0,02 nach oben und habe hier noch den Text, den ich hier einstellen kann. Ich kann die Rotation auf 90 Grad wählen, wenn ich denn möchte, oder auch ja, 270. Dann setze ich das Ganze entweder hier in der Mitte ab oder darüber und sage, ich möchte noch eine Umrandung dazu haben. Und dann schließe ich das Ganze mal. Und jetzt bin ich noch in der Seitenansicht und verschiebe das Ganze hier, von hier nach hier. Und schon habe ich meine Konsole, mein Elastomerlager. Und dasselbe kann ich von hier nach hier kopieren natürlich. Ich kann hier das wieder aktivieren, verschiebe den Text hierher, schließe das Ganze, nein, nicht mit aktualisieren. Und jetzt schauen wir noch für die Gabel. Was haben wir hier für Maß? 50 auf 22. Achso, da wollte ich einen 20er wahrscheinlich. Schauen wir mal, ob wir das schon haben. Nein, ELA 1 haben wir schon in dem Projekt. Habt ihr es gesehen? Deswegen ELA 1. Hier sehen wir, okay, wir haben runde Klammern gesetzt. Wir geben wieder 90 Grad. Mir ist 0,02 von dem Punkt aus. Haben wir verrechnet? 460 habe ich drin stehen. Passt, ich brauche nur 1 cm hier Abstand. So, schließt das Ganze. Ja, den Text könnte man vielleicht jetzt wieder. Setzt man vielleicht hier rein. Und wir verschieben das Ganze wieder von hier nach hier. Ja. Jetzt sagt ihr, ja, jetzt habe ich aber hier 2 Dornen drin. Dann brauche ich Löcher. Kein Problem. Wir justieren nach. Bohrungen, 2 Stück. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, den Durchmesser auszuwählen von den Bohrungen und ob die ins Gleitlager gehören oder nicht. Gleitlager benutzt ihr meistens eh bloß im Stahlbaum, also hier nicht aktivieren. Wir können hier zum Beispiel 22er Durchmesser nehmen für die Bohrung. Ich versetze die schon mal per Hand ein bisschen, damit wir die Koordinaten ungefähr wissen. Und dann haben wir hier zum Beispiel, okay, 263. Dann sind wir auf 680, also das ist durch X. X brauchen wir aber 130, mein Freund. Hier auch 130, so, das steht schon mal fest. Dann machen wir hier 350, 110 wird schon ungefähr passen. Aber ihr könnt das Ganze natürlich noch ausjustieren. Ihr könnt es da jederzeit links und rechts noch nachjustieren, da die Daten eingeben. 150, 350, was ihr auch immer wollt und braucht, ne? Schließt ihr das Ganze an, dann habt ihr hier die Löcher drin. Das hätten wir vorher vielleicht machen können, hätte man das rüber kopiert. Mache ich jetzt auch so. Kopiere ich einfach das von hier nach hier. Und dann den Text hier. Ihr könnt theoretisch auch den Text deaktivieren und das selber beschriften mit Beschriften oder mit Einbauteile beschriften. Ist es auch hier? Assoziativ beschriften, natürlich in den Schnitten und es gibt noch die Funktion Einbauteilbeschriften. Ich glaube, die ist hier irgendwo drin. Ja, wo haben wir es denn? Einbauteilbeschriften. Also auch hier Punkt Einbauteil und ihr habt hier die EDA 3. Textgröße selber wählen und fertig. Und schon habt ihr eure Stütze fertig. Natürlich darf die Mengenliste nicht fehlen. Wir ziehen da einmal drüber und haben hier jetzt unter Montageteile. Das ist kein Einbauteil, das ist ein Montageteil, denn das wird nicht im Fertigteilwerk erzeugt und reingelegt, sondern natürlich erst bei der Montage. Deswegen ist es ein Montageteil. Jetzt haben wir hier ein Stück von dem hier und von dem Kauderwelsch haben wir hier 2 Stück und ihr könnt das Ganze bestellen. Cool ist natürlich auch, Telefonanruf ist zu Ende. Ich will euch nur noch kurz zeigen, ihr könnt mit dem Programm Zister von Kallenberg kostenfrei die Elastomerlager berechnen und dort gibt es eine PDF auf der fast letzten Seite, stehen hier die Altplan-Codes, das heißt, wenn ihr diesen Code einfach kopiert,
geht ihr in euer Elastomerlager rein. Ihr fügt es hier in die Schnelleingabe ein. Doppelklick und das Elastomerlager wurde nach diesem Code generiert. Bei mir sind natürlich jetzt kein richtiges Elastomerlager, das hier rausgekommen ist. Aber ihr seht, es wäre jetzt so, wie in der Statik oder in der Messungssoftware vordefiniert wurde, sofort erzeugt. Das heißt, der Zeichner spart sich enorm viel Zeit. Was gibt es noch zu sagen? Bei der Mengenliste gibt es noch einen Darstellungsmodus. Da kann ich jetzt sagen, ich möchte noch bei den Montageteilen hier die 3D-Animation angezeigt bekommen, damit ich weiß, um welches es sich handelt. Und habe hier sogar die Bohrlöcher hier mit den Koordinaten und Durchmesser angegeben. Das war's. Bitte liked das Video, wenn euch das weitergeholfen hat, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Servus, ciao, euer Peter. Servus, jetzt musst du liken, um dieses Video zu verbreiten. Altplan und BIM kriegen wir gemeinsam hin. Servus, ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich. Auch abonnieren und die Glocke aktivieren.